Willkommen zurück beim Goldpriester. Es gab es endlich ein neues Update für Battlefield 2042 und zwar das Update 4.0 für den April und da schauen wir jetzt mal rein. Übrigens, falls ihr weiteres Interesse an Battlefield 2042 habt und gerne wissen wollt, wie es da weitergeht, könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ich werde auf jeden Fall die zukünftigen Updates wieder auf meinem Kanal präsentieren. Ich will an dieser Stelle gleich mal mit dem Gerücht anfangen und zwar in der Vergangenheit gab es jetzt immer mal wieder die Information, dass die Spezialisten ja komplett entfernt werden sollen, oder dass die meisten immer noch nicht damit zufrieden sind. Und ich kann euch gleich mal vorweg sagen, die werden die Spezialisten nie entfernen. Das ist ein integraler Bestandteil des Spiels und die können nicht ohne weiteres entfernt werden, maximal angepasst werden. Zurzeit haben wir jetzt ja insgesamt zehn Spezialisten, und zwar den Irish, McKay, Falk, Boris, Kaspar. Und auf der zweiten Seite haben wir jetzt Rao, Dozer, Sundance, Angel und Spike. Ab Sommer beginnt ja dann die erste Season und danach bekommen wir pro Quartal immer einen neuen Spezialisten, bis wir insgesamt vier neue Spezialisten dazu bekommen haben. Also wer jetzt immer noch glaubt, dass die Spezialisten entfernt werden, den kann ich an dieser Stelle gleich mal sagen, das wird nicht passieren, auch wenn die Mehrheit, sage ich mal, immer noch dagegen ist. Mit dem aktuellen Update 4.0 wurden nämlich jetzt auch einige Änderungen an den Spezialisten vorgenommen. Das betrifft jetzt vor allen Dingen Sundance, da wurden nämlich die Granaten vollständig überarbeitet. Sobald jetzt eine Fahrzeugabwehrgranate aktiviert wurde und in die Luft geschmissen wurde, haben die ja manchmal in der alten Version die Ziele extrem lange verfolgt und das passiert nämlich jetzt nicht mehr. Die haben jetzt nur noch eine reduzierte Reichweite und die wechseln jetzt auch nicht mehr das Ziel. Also, sobald die jetzt ein Ziel verfolgen, bleiben die bei diesem gleichen Ziel dran. Des Weiteren wurde der Verfolgungsradius für Boden- und Luftfahrzeuge angepasst. Also, für Bodenfahrzeuge ist dieser etwas kürzer und für Luftfahrzeuge ist der schon etwas länger gewesen, aber der ist wie gesagt dennoch angepasst. Was auch extrem nervig gewesen war, und zwar diese anti tank haben nämlich immer auf Irish Deckung gezielt und auf dieses komische Abwehrsystem. Und das funktioniert nämlich jetzt auch nicht mehr. Also, wenn ihr jetzt irgendwo eine Deckung von Irish stehen seht und daneben ist ein Panzer, geht ihr jetzt nicht mehr auf die Deckung, sondern direkt auf den Panzer. Und das ist wirklich eine sehr gute Änderung. Was auch noch extrem nervig gewesen war, und zwar die Streugranaten von Sundance, die sind viel zu spät detoniert. Und das funktioniert jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Und zwar detonieren die jetzt deutlich schneller als vorher. Und das ist ja besonders wichtig, wenn man auch bei Sundance, sage ich mal, T1 spielen will. Zu guter Letzt wurde jetzt auch noch die Granatenwechselgeschwindigkeit angepasst. Die ist nämlich deutlich reduzierter. Beim Kasper wurden jetzt folgende Änderungen durchgeführt. Und zwar, es gab manchmal Probleme, wenn man jetzt in der Hocke sich befunden hat. Und man hat dann versucht, die Aufklärungsdrohne zu fliegen. Das funktionierte ja nicht. Man musste sich hinlegen oder stehen bleiben. Und das kann man nämlich jetzt mit diesem Update durchführen. Also ihr könnt jetzt in der Hocke sein und könnt die Aufklärungsdrohne steuern. Dann merkt sich die Aufklärungsdrohne beim Wiedereinstieg genau die Richtung, wo ihr euch gerade befunden habt. Was jetzt zum Beispiel aber nicht angepasst wurde, ist das C4. Also das C4 könnt ihr immer noch an die Drohne dran machen. Die hatten ja eigentlich gesagt, dass das C4 irgendwann mal gefixt werden soll. Aber das ist jetzt bei diesem Update noch nicht dabei. Weiter geht es jetzt mit Maria Falke. Und zwar da haben sie die Entfernung zu diesen Freipistolen reduziert. Also die sind jetzt nicht mehr so weit sichtbar auf der Minimap. Da müsst ihr schon relativ dicht davor sein. Beim Boris gibt es ja diese automatisch feuernde Guns. Ich glaube, die heißt SG36. Und zwar, wenn ihr da mit einem feindlichen Panzer rübergefahren seid, sind die in der Vergangenheit nicht zerstört worden. Und das ist jetzt in diesem Patch anders, nämlich die gehen nämlich jetzt dadurch auch kaputt. Mechem ist eine Hakenpistole, kann sich jetzt leichter an Fahrzeugen festhalten. Das Problem wurde behoben, dass manchmal, wenn jetzt ein Spieler sich im Rauch befunden hat, ein Feindlicher, und ihr habt jetzt die Hakenpistole verwendet und der war aber in der Reichweite, hat das nicht funktioniert. Und das funktioniert jetzt ordnungsgemäß. Bei McKay ist es ja so gewesen, und zwar, wenn er mit der Hakenpistole geschossen hat, konntet ihr ja mit A und D, sage ich mal, wie so eine kleine Kurve fliegen. Und dabei habt ihr beschleunigt und verlangsamt. Und diese Funktion des Verlangsamen und Beschleunigen haben sie jetzt komplett rausgenommen. In einigen Fällen war es jetzt so gewesen, wenn jetzt McKay die Hakenpistole verwendet hat und danach in ein Fahrzeug eingetreten ist, dass der komplett unsichtbar war. Und diesen Bug haben sie jetzt gefixt. Bei Pike wurde jetzt die Bedrohungswahrnehmung durch die Eigenschaft Adlerauge ersetzt. Das bedeutet jetzt folgendes. Und zwar, sobald ihr als Pike ein Feind anschießt, wird dieser jetzt auf der Minimap sichtbar gemacht. Und das finde ich auf jeden Fall extrem krass. Da muss man jetzt mal konkret schauen, was da jetzt konkret angepasst wurde, wie das genau in der Praxis ausschaut. Weil ich habe jetzt hier noch nie genau verstanden, wie das Ganze funktionieren soll. Also es gibt ja bei Pike diese Fähigkeit, die ihr aktivieren könnt. Und wenn er dann jemanden anschießt, soll das angeblich jetzt so sein, dass dieser dann für alle sichtbar ist. Oder ist es jetzt permanent so, dass wenn er mit Paikiman anschießt, dann müsste man jetzt noch mal genau schauen? Bei Rao wurde jetzt dieser Cybersoit verbessert. Er reagiert jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Das Trojanische Netzwerk wurde durch eine neue Eigenschaft ersetzt. Wenn Rao durch feindliches Feuer Schaden erleidet, erkennt er jetzt den Feind automatisch selbst. Jetzt geht es weiter mit Irish und zwar mit Irish kann man ja insgesamt zwei dieser komischen Deckungen da platzieren und wenn man das mehrfach gemacht hat mit mehreren Irish, da war es halt so gewesen, dass man dort mit dem Fahrzeug einfach fast gar nicht durchfahren konnte und das wurde jetzt gefixt, also ihr könnt da ja jetzt ohne Probleme durchfahren. Des Weiteren kann man jetzt die Schilde besser an Schrägen aufstellen, das war ja auch immer so ein Problem gewesen, gerade wenn man jetzt irgendwo so an der Wand stand und das Projektilsystem, was Projektile aufhält, funktioniert jetzt auch deutlich besser. Jetzt geht's weiter mit Dosa. Und zwar beim Dosa war das ja so gewesen, dass die Takedown-Animation extrem verbackt gewesen war. Und das haben sie jetzt auf jeden Fall gefixt. Seid ihr jetzt mit Dosa sein Schild unterwegs und habt das Schild vor euch und ihr schießt jetzt zum Beispiel einen Panzer auf euch, nehmt ihr auf jeden Fall jetzt Schaden. Das war nämlich vorher so gewesen, dass ihr da gar keinen Schaden genommen habt. Sobald ihr jetzt als Dosa jemanden wiederbelebt, schwebt ihr jetzt nicht mehr langsam nach oben. Das war in der Vergangenheit teilweise schon extrem lustig gewesen. Jetzt kommen wir zum letzten Spezialisten, den sie angepasst haben. Und zwar beim Angel war das manchmal so gewesen, dass die Versorgungsbeutel irgendwie nicht richtig aktiviert wurden. Und das haben sie jetzt gefixt. Jetzt kommen wir zu den Waffenaufsätzen. Die haben sie nämlich auch angepasst. Und zwar das Verhalten vieler Waffenaufsätze wurde überarbeitet, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen beim Anpassen eurer Waffe einzigartig und spürbar ist. Zuvor hatten einige Aufsätze ähnliche Effekte wie andere und war unklar, wie sich das auf eurer Waffe auswirkt, wenn ihr mit dieser halt zielt. Ne? Das bringt jetzt hier auch gleich ein Beispiel und zwar für die AC42. Und da seht ihr jetzt hier A, B, C und D. Und da schauen wir mal rein, was denn jetzt hier konkret angepasst wurde. Jetzt sehen wir hier einmal beim Kompressor ganz vorne A und da seht ihr schon den Unterschied zwischen 3.3 und 4.0. So aktuell befinden wir uns jetzt dann in 4.0 und da seht ihr schon, dass da die Beschreibung deutlich angepasst wurde und auch die Eigenschaften. Beim Griffstück ist jetzt genau dasselbe und zwar da steht jetzt bei 4.0 erhöhte Genauigkeit beim Hüftfeuer, verringerte Genauigkeit beim ADS. ADS bedeutet jetzt einfach Folgendes und zwar wenn ihr jetzt durch das Visier durchschaut, damit ist einfach die Geschwindigkeit gemeint oder in diesem Fall ist jetzt die Genauigkeit gemeint. Wahrscheinlich ist es dann mehr am Wackeln oder es ist halt einfach unpräziser, wie es halt hier dasteht. Weiter geht es jetzt mit diesem Hybridvisier und da steht jetzt bei der ADS-Geschwindigkeit, dass diese in 4.0 verringert wurde. Also, das geht jetzt deutlich schneller, dass ihr durch das Visier schauen könnt. Und das allerletzte bei D-Unterschallgeschosse, da haben sie jetzt einen reduzierten Basisrückstoß und das betrifft jetzt hier, wie gesagt, 4.0. Ich glaube, dass die zwei unteren Werte vielleicht sogar alt sind, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Da seht ihr jetzt noch verringerte Projektilgeschwindigkeit und reduzierte Sichtbarkeit vom Mündungsfeuer. Ich finde das auf jeden Fall sehr gut, dass sie jetzt hier die Waffenaufsätze angepasst haben. In der Vergangenheit haben sich ja immer wieder die ganzen Spieler darüber beschwert, dass die ganzen Waffenaufsätze viel zu ähnlich sind. Und das haben sie jetzt mit diesem Update auf jeden Fall angepasst. Finde ich sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall da nochmal genauer anschauen. Weiter noch wurde jetzt auch noch die AC42 angepasst. Und zwar wurde jetzt einmal der Geschossabfall erhöht und die reflektive Reichweite wurde zudem verringert. Das bedeutet also, einfach kurz gesagt, die haben die AC42 genervt. Das müsste man nochmal in der Praxis genau schauen, wie sich das jetzt auswirkt. Hört sich auf jeden Fall nicht ganz so gut an. Dann gab es noch weitere Änderungen zu den Waffen und zwar das Waggeln beim Zielfernrohr für die DM7 und für die VK wurde reduziert. Ein Spielhinweis für das Stabilisieren des Zielfernrohrs wurde hinzugefügt. Das finde ich auf jeden Fall zum Beispiel auch sehr wichtig. Und die haben es jetzt endlich geschafft, diesen Bug rauszunehmen. Und zwar wenn ihr ins Fahrzeug einsteigt und als Beifahrer mitgefahren seid und dann ausgestiegen seid, konntet ihr dann im Down einfach nicht mehr verwenden. Also ihr konntet dann im Prinzip nur noch Hüftfeuer machen. Und dieser Bug wurde jetzt endlich mal gefixt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal lobenswert. Dafür könnt ihr auf jeden Fall schon mal in den Kommentarbereich reinschreiben. Danke da ist. Also das ist wirklich wichtig. Wenn es auch wirklich funktionieren sollte. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich denke, mal, es funktioniert. Dann wurde noch eine Waffe gebufft und zwar die SWS-10. Und zwar wurde da die Leichtmunition Munition von 40 auf 75 Meter erhöht. Also die hat im Prinzip damit halt eine höhere Reichweite. Dann gab es noch weitere kleine Bugfixes oder Beschreibungsupdates. Bei einigen Waffen stimmt ja die komplette Gesamtanzahl von einigen Munitionstypen nicht. Und so ein paar Beschreibungstexte wurden aktualisiert. Dann gibt es noch eine weitere interessante Waffenänderung und zwar für die PKB haben sie den Rückstoß erhöht. Das finde ich jetzt auch zum Beispiel nicht ganz so gut. Weil der Rückstoß war meiner Meinung nach eigentlich schon relativ hoch. Eine weitere Anpassung wurde jetzt bei der PPX45 durchgeführt. Und zwar gab es dort manchmal eine leichte Verzögerung beim Nachladen, wenn man ein spezielles Magazin ausgerüstet hat. Die Zweibeinaufsätze schalten sich jetzt nicht mehr beim Nachladen ein und aus. Das finde ich auch sehr interessant. Es gab da noch so einen Waffentrick, und zwar, man konnte sich da unbegrenzte Munition besorgen, wenn man da zwischen so einem gewissen Lauf hin und her geschalten hat. Das haben sie jetzt auch rausgenommen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine sehr gute Sache. Dann gab es jetzt einige Veränderungen auch noch bei den Gadgets und zwar den Ranger könnt ihr jetzt mit einem direkten Treffer von diesen Raketenwerfer ausschalten, aber der muss halt direkt sein. Wenn es ein bisschen daneben ist, dann nicht, aber sonst könnt ihr den halt wie gesagt mit einem Treffer komplett ausschalten. Jetzt gibt es noch eine weitere interessante Meldung zu den Gadgets und zwar die Panzerabwehrminen verschwinden jetzt nicht, wenn ihr sterben solltet, sondern die bleiben jetzt scheinbar auf dem Schlachtfeld liegen. Das müsste man jetzt nochmal gegentesten. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Beschreibung so verstanden. Die Anti-Air-Raketen funktionieren jetzt richtig. In der Vergangenheit war es so gewesen, wenn jetzt der Nightbird den Nebel ausgerüstet hatte und verwendet hat, war das manchmal so, dass die Raketen ihn dennoch verfolgt hatten und dass man ihn noch vor allem anvisieren konnte. Und das funktioniert jetzt nach diesen Bugfixes einwandfrei. Ihr könnt den nämlich dann erst später anvisieren. Oh mein Gott, Leute, die haben es endlich geschafft, die EP-Verteilung zu verbessern. Ihr seht schon im Hintergrund, und zwar die Projektilzerstörung durch Iris-System gibt jetzt nicht mal 5 XP, sondern 10. Feind mit EMP gibt es 20 EP. Zerstörte Ausrüstung gibt es 10 XP. Heilung gibt es 20 XP. Nachschub 20. Reparieren 20. Ranger zerstören gibt es sogar 75 XP. Objekte neutralisieren haben sie sogar gesenkt von 52 XP auf 200. Dann kommt jetzt noch die beiden letzten und zwar Ziele erobern haben sie auch gesenkt von 375 auf 200 XP. Und wenn man den Sektor verteidigt, da gibt es nicht mehr 15 XP, sondern nur noch 10. Und es ist ein weiteres Wunder passiert, die haben jetzt endlich den Sprachchat integriert. Ihr habt da einmal die Möglichkeit, ein offenes Mikrofon einzustellen oder Push-to-Talk. Und zu wem könnt ihr alles reden? Und zwar einmal könnt ihr in die Party reinreden oder aber ihr könnt zu euer ganzes Team reden. Also das wird auf jeden Fall interessant, weil die halt die ganze Teamfunktion mit drin haben. Da bin ich mal gespannt. Die haben jetzt auch bei den Optionsmenü ein bisschen die Menüführung angepasst. Und zwar bei Kopfhörer, da habt ihr jetzt so kleinere Punkte, das war vorher nicht da gewesen. Und das gleiche gilt jetzt zum Beispiel auch für die Bildschirmauflösung. Da war eigentlich nur so ein Balken, wo durchgelaufen ist. Und den haben sie jetzt hier etwas verfeinert. Im Portalmodus haben sie jetzt endlich mal die Server-Suchfunktion angepasst. Und zwar, wenn ihr jetzt unter erweiterte Filterabfunktion reingeht, könnt ihr dort zum Beispiel ja die Region auswählen. Ich habe jetzt hier Region Europa ausgewählt. Danach klickt ihr auf Übernehmen und zurück. Und dann habt ihr ja wieder diese Komplettübersicht. Und diese Komplettübersicht soll sich jetzt nicht mehr resetten, sondern die soll sich dann eure Suche, die ihr eingestellt habt, merken. Dann haben sie jetzt, das hat auch etwas angepasst und zwar lassen sich jetzt hier die ganzen Symbole besser manipulieren. Ihr könnt jetzt hier einmal die Größe einstellen, also ihr könnt das etwas kleiner machen und vor allem das krasse ist auch folgendes, und zwar könnt ihr jetzt hier auch einstellen, wie durchsichtig das sein soll, ob das volle Deckkraft hat oder nur halbe Deckkraft. Des Weiteren wurde die 50 mm Kanone gegen andere Fahrzeuge optimiert und zwar könnt ihr jetzt hier einmal mehr Schaden austeilen und vor allen Dingen, die ist auch viel schneller wieder ready. Da seht ihr nämlich, die Auffüllgeschwindigkeit wurde nämlich auch noch verringert. Genau, was man noch dazu sagen muss, ihr habt nicht nur die 50 mm Kanone bei den Luftfahrzeugen, sondern die gibt es natürlich auch auf den Landfahrzeugen. Den nächsten Bug, den sie jetzt hier gefixt haben, und zwar das betrifft das Hovercraft, damit konnte man ja die Wände hochfahren und das haben sie jetzt rausgenommen, also das durfte jetzt nicht mehr funktionieren. Wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie das drin gelassen als Just for Fun oder zumindest, dass sie sich den Bug gemerkt haben, wie der funktioniert. Dass sie damit halt einen speziellen Modus erstellt hätten. Also, das wäre meine Idee gewesen. Auf jeden Fall sollte das Ganze jetzt nicht mehr funktionieren. Ich finde es schade, damit hat man auf jeden Fall viele coole Memes gehabt. Was haltet ihr von diesem Bug? Fandet ihr den cool oder nicht? Schreibt es mal in den Kommentarbereich. Oder findet ihr jetzt gut, dass der rausgenommen wurde, weil er doch schon extrem genervt hat? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Weiter geht es jetzt mit den T28 und den M1A5. Und zwar haben sie dort den Aufprallschaden von 90 auf 115 erhöht. Und die Nachladegeschwindigkeit wurde etwas erhöht, und zwar von 6 auf 6,8 Sekunden. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis dann umsetzt. Weiter es jetzt mit dem Bolte und zwar könnt ihr jetzt aus dem Bolte die Passagiere leichter rausschießen. Das war ja auch ein bisschen verbacken in der Vergangenheit. Und ihr könnt jetzt mit diesem Launcher auch gegenüber Panzern Schaden verursachen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Raketen man gegenüber einem Panzer braucht. Dann wurde jetzt die Gesamtanzahl von den Fahrzeugen angepasst und zwar das bezieht sich jetzt auf allen Karten und alle Modis. Und entsprechend dieser Änderung haben sie jetzt hier mal ein Beispiel für Kaleidoscope im Durchbruch gesagt oder gezeigt. Und da schauen wir mal rein. Und zwar im ersten Sektor habt ihr jetzt insgesamt von 17 Fahrzeugen nur noch 13. Im zweiten Sektor gab es mal ursprünglich 18, habt ihr jetzt nur noch 17. Und im dritten Sektor gab es ursprünglich mal 19 und ihr habt jetzt nur noch 17. Weitere Anpassungen, die jetzt auch noch ganz interessant klingen. Und zwar habt ihr jetzt eine Skalieroption für die Minikarte. Da muss man mal genau schauen, was das jetzt genau sein soll. Und es gibt jetzt eine Option, dass ihr jetzt seht, wann eure Fahrzeuge in kritischen Zustand ist. Weil das war ja vorher so gewesen, dass man das teilweise gar nicht so richtig mitbekommen hat. Dann gab es noch eine interessante Veränderung bei den KI-Soldaten. Und zwar können die jetzt Kampffahrzeuge reparieren. Dann können die jetzt besser den Hubschrauber steuern. Das ist auch sehr cool auf jeden Fall. Jetzt werden wir endlich von den KI-Soldaten auch wiederbelebt. Das war nämlich in der Vergangenheit so. Man hat jetzt am Boden gelegen, hat geschrien nach Hilfe. Und KI-Soldaten standen neben ihnen und haben gar nichts gemacht. Ne? Dann gab es noch diverse Fixes für die Audio. Ihr hört jetzt zum Beispiel Sundance besser, wenn die neben euch landet. Das war in der Vergangenheit teilweise so. Die ist neben euch gelandet und hat auf euch geschossen. Und ihr habt das gar nicht mitbekommen. Also zum Abschluss kann ich jetzt noch Folgendes sagen. Es wurden natürlich weitere Änderungen durchgeführt. Die kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Das sind kleinere Änderungen gewesen. Die könnt ihr euch gerne auf der Haupt-Homepage anschauen. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten gewesen. Was mich etwas gewundert hat, warum haben sie die XP für die Flaggeneinnahme reduziert? Wieso gibt es noch C4-Thronen? Genau, und mit dem übernächsten Patch oder mit dem nächsten Patch müsste dann diese Flaggenveränderung stattfinden, dass man dann halt die Flaggenpunkte versetzt oder komplett neu gestaltet. Das hat man ja in der Vergangenheit bei Kaleidoskop gesehen. Und ja, und das war es im Prinzip. Ach genau. Und was wir jetzt auch mit dem Patch eingefügt haben, ist jetzt, dass man im Endeffekt ganz am Ende eine Benutzeroberfläche hat wo die Anzeigetafel angezeigt wird, also wie der Punktestand ist, ohne dass man da jetzt drücken muss extra. Ne? In der Vergangenheit war es ja so, dass es dann halt übersprungen, wenn man das am Ende nicht nochmal gedrückt hat. Ja, schreibt jetzt mal in den Kommentarbereich rein, was ihr von dem Patch haltet. Also ich muss sagen, dass die Waffenanpassung mich doch ein bisschen gewundert hat und dass jetzt doch so viele Bugfixes durchgeführt wurden. Ich hatte ehrlich gesagt mit weniger gerechnet. Okay, wir hören uns im nächsten Battlefield- oder COD-Video. Euer Goldpriester Reingehauen. Tschauoski!